und willkommen zu Haus bei Lara. Heute vlogge ich mal ein bisschen. Es ist der 28. Mai und wir haben auch schon gefrühstückt. Es ist kurz nach 8. Mein Mann hatte Nachtschicht und sollte jetzt bald nach Hause kommen und dann machen wir fliegenden Wechsel und ich nehme das Auto und bringe Johanna in den Kindergarten. Genau. Johanna darf draußen noch ein bisschen spielen. Elena war auch draußen, aber dann ist sie auf das nasse Trampolin gestiegen und hatte kalte Hände und hat rumgejammert. Ja, Babyschüchen und Matschhose anziehen und nur für nicht mal 10 Minuten draußen spielen. Naja gut, jetzt ist sie wieder bei mir hier drin und läuft ein bisschen hin und her. Und wir warten eigentlich nur noch auf Papa. Ja, mein Baby schläft, ne? Da bin ich aber erleichtert. Ich war nämlich noch unterwegs, nachdem ich Johanna weggebracht habe, war ich noch was bei eBay Kleinanzeigen abholen. Dann war ich noch bei Kick, bei Aldi ein bisschen Obst kaufen und noch bei meiner Bank, bei meiner alten Bank, das Konto kündigen. Und Lars hat Elena hochgelegt, also schlafen gelegt und ist selber schlafen gegangen. Und ich habe gehofft, weil ich über eine Stunde gebraucht habe für alles, hoffentlich schläft sie noch. Hoffentlich hat sie ihn jetzt nicht geweckt und... Sie schläft jetzt seit 1,5 Stunden, könnte jeden Moment aufwachen. Ich werde jetzt meine Einkäufe einräumen und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne schauen, was ich gekauft habe. Ist nicht viel. Ja, bei Aldi war ich wirklich nur Obst kaufen, frische Erdbeeren, Bananen. Ich habe nur zwei, weil Elena isst keine Bananen und Johanna, naja, mal. Aber meistens werden bei uns die Bananen braun, deswegen nur zwei. Und Äpfel. Und dann gehe ich immer so wahnsinnig gerne bei diesen Angebotstischen vorbei und habe hier das hier entdeckt. Für 15 Euro dieses Magnetspiel. Ich weiß von meinem Neffen, dass er das irre cool findet mit diesen Stäbchen und diese Metallbälle. Und hier ist das so eine besondere Sache mit irgendwie ja, Kreiselfunktionen, dass die sich abstoßen und anziehen und dann sich irgendwie irgendwelche Dreheffekte machen. Das ist ja cool. Es ist wahrscheinlich noch zu früh für Johanna. Sie ist ja noch keine 3 Jahre alt. Aber ich hoffe, das ist ein Angebot für 15 Euro. Ich weiß, dass diese Magnetspiele nicht billig sind. Ich wusste aber jetzt den konkreten Preis nicht. Naja, also frühestens gibt es das zum Geburtstag von Johanna. Das ist eigentlich ab 5 empfohlen. Vielleicht hebe ich es auf und dann gibt es das irgendwann später. Oder ich und Lars spielen das heimlich. Ja, also da... habe ich zugeschlagen bei diesem Angebot. Die Erdbeeren habe ich gleich schon mal so zurechtgeschnitten, dass sie gleich genascht werden können. Und dann war ich noch bei Kick einkaufen. Ich wollte vor allem Schlafsachen für Johanna. Ich möchte auch jetzt so vor allem mittags probieren, sie ohne Windeln schlafen zu lassen. Und meist passiert dann der Unfall, wenn sie aufsteht. Also sie... ist während des Schlafens trocken, dann steht sie auf und auf dem Weg zum Töpfchen passiert es dann. Ja, und weil wir nicht so viele langärmelige Schlafsachen haben, vor allem auch dann für die nächsten Größen, war ich bei Kick und wollte was solche günstigen Sets kaufen. Kick ist ja wirklich sehr günstig. Und da habe ich jetzt hier diese dunkelblaue Hose und dazu diesen hellblauen Schlafpullover mit Ariel drauf. Ich war am Hin und Her überlegen, ob ich das noch dazu nehme, weil es so wahnsinnige große Plastikfläche hat. Also das ist hier alles so, naja, so Plastik. Aber das ist jetzt die 110, 116. Das ist ja eigentlich noch zu groß, wobei sie irgendwie die 104 überspringen will. Ich habe sie mal gemessen, sie ist 99 cm groß. Und die viele Pullover, die 104 sind, die sind am Bauch recht kurz, finde ich. Also die gekauften Pullover. Und naja, jetzt, das war jetzt für 6,99. Genau. Und dann habe ich, welche Größe ist das? Das ist jetzt die 98,104. Da gibt es hier diesen auch schön dunkelblau. Das sollen Schneeflocken sein. Ja, mit Schneeflocken drauf, denn dazu gibt es hier dieses Frozen-Oberteil. Und ich habe überlegt, ob ich das jetzt in der 104 nochmal kaufe, ob das nicht schon zu klein wird. Aber es hat mir so gefallen. Also die Hose finde ich echt schön und auch so das Oberteil. Ich habe mich erstmal gewundert, ist das wirklich ein Schlafoberteil? Weil es hat Rüschen, aber warum nicht? Ja, das war für 5,99. Fand ich auch eigentlich schön. Genau, die.
Und dann auch wieder dunkelblau. Es gab jetzt viel dunkelblau. Es war eher so Restposten, denn langärmelige Schlafsachen ist jetzt eigentlich nicht mehr die Saison dafür. Jetzt vieles ist schon kurzärmlich. Ich finde aber, es ist noch zu kalt. Also ich bin ja eine voll Frostbeule. Ich ziehe immer noch Flauschesocken zum Schlafen ein an nachts. Mit Zudecke. Ja, ich habe immer noch meine Winterzudecke. Ich bin echt nur so eine Frostbeule. Johanna nicht so sehr, aber ich merke schon, wenn sie mal ihren Kopf durchsetzt und was Kurzärmliches zum Schlafen anzieht, dann schläft sie nicht gut. Dann kommt sie in der Nacht rüber, weil sie eben friert. Deswegen wieder was Langärmliches. Da habe ich noch sozusagen die Restposten gekauft. Das ist auch wieder die 110, 116 mit dieser Katze drauf. Also ja, fand ich jetzt nicht besonders, aber vielleicht gefällt es Johanna. Das war, glaube ich, der Preis ist jetzt hier ab. Das war auch für 5,99 und das ist eben auch schon die nächste Größe. In der Größe haben wir zwei Einteiler als Schlafanzug, aber wenn man eben schnell aufs Töpfchen gehen will, ist so ein Einteiler nicht so vorteilhaft. Aber damals habe ich eben, weil sie so gefroren hat, sie hat ohne Decke geschlafen, wollte ich, dass sie wenigstens in einem Einteiler eingepackt ist. Und da habe ich damals bei Lidl, die gibt es immer noch für 3,99 solche ganzen Einteiler, habe ich da zugeschlagen und in zwei Größen gleich zwei Stück gekauft. Und das ist auch jetzt die nächste Größe, aber zwei Teile ist eben besser, wenn man aufs Töpfchen gehen will. Genau. Und dann habe ich noch ein bisschen gestöbert und da gab es so einen Ständer für 1,99 Euro reduziert. Habe ich hier diesen gestreiften Pullover, der fühlt sich wirklich sehr schön weich an. Und dann noch diese Leggings, die war jetzt nicht reduziert für 4 Euro, also 3,99 Euro. Fand aber, das passt ganz gut. Das ist jetzt nicht als Schlafzeug so ausgezeichnet gewesen. Ich finde das aber viel vorteilhafter, weil hier kein großes Plastikzeugs ist, was einem beim Schlafen stören kann. Da finde ich das sogar besser. Das ist jetzt, glaube ich, auch 110, 104. Nee, sogar 116. Ja, also das ist 116. Das ist eigentlich schon zu groß. Aber fürs Schlafen, glaube ich, geht das. Das ist ja bequemer, wenn es ein bisschen mehr Platz bietet. Und eben am selben Ständer für 1,99 € habe ich dann dieses Basic-Teil noch gekauft. 110 ist das. Das finde ich immer ganz praktisch unter Kleidern. Die Kleider sind ja meistens kurzärmlich und wenn man dann so ein Basic, schlichten dünnen Pullover hat, finde ich sowas echt sehr gut. Und dann habe ich doch was noch für Elena gekauft. Also eigentlich braucht Elena nichts. Sie hat ja eigentlich alles von Johanna und das ist wirklich nicht wenig. Jetzt sind wir in die 86 reingewachsen. Ist noch ein bisschen zu groß, aber 80 ist schon zu klein irgendwie. Naja, und das sind irgendwie, da mangelt es ein bisschen an Hosen, beziehungsweise sind die Hosen zu klein. Die haben, zu groß. Die haben so weite, offene Beine. Naja, und dann läuft sie so ab den Beinchen, beziehungsweise wenn man sie dann umschlägt, ja, hält es erstmal nicht und zweitens sammelt man Sand. Und da habe ich jetzt hier diese, wie sagt man, Jeans, Leggings. Das hat mir so gefallen, für 1,99 € habe ich das einfach mal mitgenommen, dass Elena auch mal was Neues bekommt, aber eigentlich, ja, das war eher so ein, eigentlich braucht sie es nicht. Elena schläft brav weit, es ist schon um 11. Ja, ich habe hier noch eine 60 Grad Wäsche, die fertig geworden ist. Kommt jetzt in den Trockner und die Etiketten von den neu gekauften Sachen, die mache ich jetzt ab und sortiere das auch in die nächste Wäsche ein. Jetzt beim Sortieren ist mir aufgefallen, dass die Schlafsachen sehr unpassend von der Farbe her sind. Die Hosen, die sind eher dunkel und die Oberteile gehören eher zur hellen Wäsche. Und ich wasche sie eher so wochenversetzt. Also hier zum Beispiel seht ihr, die helle Wäsche ist leer und demnächst kommt die dunkle Wäsche dran. Das versuche ich immer so versetzt zu machen, damit es im Kleiderschrank nicht zu eng wird. Ja, und auf diese Weise die Schlafsachen dann immer zusammen trocken zu haben und sauber zu haben, erschwert es ein bisschen. Aber na gut, wenn die Sachen oft genug gewaschen sind, vor allem die dunklen, und ich weiß, dass sie keine Farbe mehr abgeben, werde ich es wahrscheinlich dann einfach mit in der hellen Wäsche waschen oder die Oberteile mit in der dunklen. Ja. Ich habe schon mal die Wäsche für morgen vorbereitet. Ich werde das dann so einprogrammieren, dass es morgen früh fertig ist. Die Socken, die hängen noch, weil da kommen auf jeden Fall noch welche dazu. Ja,
das trocknet. Und hier habe ich schon mal so einen Fleck mit behandelt. Ich hätte das Oberteil eigentlich schon mal gewaschen, aber dann war hier der ganze Kragen noch so fleckig. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es sind Erdbeeren. Ich habe da jetzt dieses Pulver drauf geschüttet. Dieses hier. Ich hoffe, das bringt was. Elena schläft immer noch und ich koche jetzt unseren Reis im Reismeister von Tupperware. Den habe ich geschenkt bekommen von meiner Mama. Und dabei, ich hoffe, Elena schläft noch ein bisschen länger, werde ich jetzt für mich selbst Eis machen. Ich habe ja in meinem letzten Haul gezeigt, dass ich gerne jetzt diese Bechereise kaufe. Und diesmal wollte ich mir mal selber einen machen. Ich habe jetzt im Internet bei Chefkoch ein Rezept gefunden, wie man diesen Keksteig selber macht, der sonst in diesem Cookie-Dough oder so Eissorten drin ist. Werde ich mal das mal ausprobieren. Ich habe nämlich noch vom Keksbacken hier das übrig. Das ist Karamell mit Schokolade. Das war so ein Keksaufstrich, was man so zwischen zwei Keksen aufschmieren sollte. Da ist was übrig geblieben und das will ich auch noch in den Teig verarbeiten, so als Schokoladenstückchen. Und wir haben nämlich auch noch Vanilleeis, altes Vanilleeis im Gefrierfach. Das muss auch mal aufgebraucht werden. Und jetzt mache ich mir mein eigenes Cookie-Doo. Wasser genommen. Es war auf einmal Schwung und dann war zu viel. Muss ich einfach mehr Mehl und mehr Zucker nehmen. Dann habe ich einfach mehr Keksteig. Der ist irre lecker, das ist nicht so schlimm. Muss ich ein bisschen frei Schnauze machen. Zu viel Mehl hat, dann schmeckt es ja nicht mehr. Also, ich habe jetzt hier das. Ich glaube, das ja, ist okay. Ist das erste Mal, dass ich das mache. Wir experimentieren. Das muss jetzt eingefroren werden. Für 2 Stunden steht auf dem Rezept. Und dann werden die ganzen Eiszutaten zusammengemischt. Ich habe die Wäsche ausgeräumt und beim Einräumen in die Schränke habe ich sie dann gehört. Gehst du einkaufen, Elena? Ja. Ja? Ja, hier sieht's aus. Ich habe nicht aufgeräumt. Es ist jetzt 12:45 und ich mache mir jetzt mein Essen warm, denn Elena ist jetzt endlich wach. So lang. Ja, ich weiß nicht, wann mein Mann sie genau hingelegt hat, ob er sie erst 9:30 hingelegt hat, dann hat sie 3 Stunden geschlafen. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Wenn sie jetzt vormittags 3,5 Stunden geschlafen hat, dann ist das viel. Ja, der Reis ist natürlich schon wieder kalt, deswegen mache ich in der Mikrowelle warm und Elena kriegt das gleiche wie ich. Ja, für mich gibt es Asia-Hähnchen mit Reis. Die Soße ist noch von gestern übrig geblieben, den Reis habe ich neu gemacht. Und Elena ist das gleiche, nur ohne Fleischstückchen. Die Phase ist für sie auseinander, dann kann sie sie besser essen. Tschüss. Tschüss. Elena, gehst du einkaufen? Hier so. Tschüss. Viel Spaß bei der Arbeit.
Es ist gleich 3:45. Wir waren jetzt die ganze Zeit draußen und haben gespielt. Elena isst jetzt noch mal ihr Mittagessen auf. Sie hat sehr schlecht gegessen. Und dann bringe ich sie auch wieder ins Bett. Dann hole ich Johanna ab. Lars ist ja zu Hause, also falls irgendwas sein sollte, kann er dann auf Elena reagieren. Gegen 4 würde ich ihn sowieso wecken. Elena macht jetzt ihr zweites Tagschläfchen. Mein Mann ist auch schon wach, er hat nicht so gut geschlafen und ist jetzt einfach um 3 schon so aufgestanden. Ja, und ich mache jetzt mein Eis, was ich am Anfang angefangen habe. Ja, das ist mein Keksteig, den ich jetzt über 2 Stunden im Gefrierfach hatte. Ja, der macht nicht so einen guten Eindruck. Ich glaube, das nächste Mal mache ich es ohne Wasser und ganz, ganz, ganz klein, ganz wenig Wasser. Ja, na gut, aber ich habe ihn probiert, der schmeckt nicht schlecht. Der ist ja fast nur Zucker. Und da werde ich jetzt alles zusammenrühren. Ich habe eben noch hier altes Eis. Mal schauen, wie es schmeckt. Dabei sind, machen wir auch gleich weiter Eis. Ich habe ja mal Papaya eingefroren und ich habe auch noch gefrorene Bananen im Gefrierfach. Das Eis ist auch noch nicht aufgebraucht, das Vanilleeis. Und da werde ich jetzt auch noch für die Kinder Eis machen. Ja, das ist etwas viel Papaya, glaube ich. Ich werde jetzt nicht alles in einem Eis verarbeiten. Ich werde noch was für die Banane übrig lassen. Oh Mann, das kriege ich nicht auseinander. Mal schauen. Genau, und dann mache ich noch Bananenpapaya und Banane pur. Oder vielleicht auch nicht. Ich werde mal schauen, wie ich das mal auseinanderkriege. Also ich experimentiere jetzt. Ich habe das noch nicht so oft gemacht. Jetzt muss ich gucken, wie ich das hier auseinanderkriege. So, jetzt habe ich hier ein großes Holzbrett. Und einen Hammer. Ich hoffe, das fliegt jetzt nicht in alle Himmelsrichtungen. Es liegt nirgendwo hin. Es geht nicht auseinander. Oh Mann. Ich mache hier einen Lärm. Ja, dann wird es doch vielleicht ein ganzes Papaya-Eis. Vielleicht kriegt das der Thermomix. Ich krieg's nicht auseinander. So, der Härtetest für den Thermomix. Ich bin ja gespannt. Ah.
denn jetzt? Wie mache ich das denn jetzt? Na, darauf hätte ich auch eher kommen können, mit warmem Wasser. Oh, Mensch. Halb so viel Zucker reingemacht. Ja, ist für die Kinder eigentlich. Ich glaube, ich werde angehen. So, ja, also das Eis schmeckt ganz gut. Und hat dann noch diesen herben Nachgeschmack von der Papaya, der nicht so ganz zusagt. Ich mache jetzt einfach noch die restliche Vanille rein, damit es ein bisschen. Nicht so herb ist. Und ich glaube, dann mache ich Schluss, weil ich muss das ja auch alles einfrieren. Dann mache ich das mit der Banane ein andermal, je nachdem, wie gut das ankommt. Ja, jetzt ist eine runde Sache. Ja. Und beim letzten IKEA-Einkauf haben wir das hier gekauft. Das sind solche kleinen Eiswürmchen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mal so ein IKEA-Horn mache von meinem letzten Einkauf und aber auch gleichzeitig zeige, was ich mit den Sachen gemacht habe und beziehungsweise wo sie sind. Also das werde ich jetzt nochmal schnell abspülen und dann kommt hier das Eis rein. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das da reinkriegen soll. Da muss mir was einfallen. Ich habe hier so eine Frühstückstüte. Das nehme ich jetzt als eine Ecke ab. Den Rest werde ich dann in eine normale Schüsselchen einfrieren. Und so kann es dann aussehen, wenn man mit dem Eismachen fertig ist. Ja, das muss ich jetzt erstmal aufräumen. Es ist jetzt 4 und mein Mann ist jetzt los, Johanna abholen. Danach verbringen wir noch einen schönen Nachmittag zusammen. Mal schauen, wie lange Elena noch schläft. Manchmal schläft sie wirklich noch bis 5. Wir müssen heute dann entsprechend pünktlich Abendbrot essen, weil mein Mann wieder in die Nachtschicht muss. Ich werde mich deswegen schon mal bei euch verabschieden. Ich möchte jetzt nicht mehr die Kamera weiter mitnehmen. Ich denke auch, das Video dürfte reichlich lang geworden sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Ciao!